Den Hof entlang fahren, hoch und runter. Bei Kindern sieht das nach einer ganz einfachen Aufgabe aus. Aber bei Jugendlichen kann das schon mal anders aussehen. Besonders dann, wenn sie eine Rauschbrille aufhaben. Also man fährt irgendwie gegen Sachen, die man gar nicht vorne sieht irgendwie. Es war blöd zu fahren. Also man musste erst mal das Gleichgewicht halten und dann hat man die Hütchen überhaupt nicht mehr gesehen. Also nur noch verschwommen teilweise. Und man hat einfach Angst gehabt, man fährt dagegen, weil man das nicht mehr wahrnehmen konnte. Einmal mit Alkohol am Steuer fahren. Das ist nur eines der Angebote von evangelischer Kirche und Diakonie auf dem Hessentag in Herborn. Auf dem Hof vor dem Haus der Kirche gibt es Geschicklichkeitsspiele, Kinderschminken oder auch eine Buttonmaschine. Kinder sind willkommen, Kinder in der Kirche. Kinder sind ein toller Bestandteil von Kirche. Sie bringen einen unmittelbaren Bezug zu Gott mit. Und davon können ja auch wir Erwachsene das eine oder andere lernen. Aber auch im Purpurdom sind Kinder willkommen. Schlange stehen fürs Taschenlampenkonzert. Und sie sagen, du bist zu klein. Ja, dann sage ich. Eine Gruß- und Kussecke. Ich habe geschrieben, dass ich so Farben und Blumen sehr schön finde. Oder auch am Altar. Für jeden gibt es was zu sehen und zu erleben. Die sind sehr schön. Ist gut. Die evangelische Kirche auf dem Hessentag bietet jeden Tag ein eigenes Programm für Kinder, Jugendliche und Familien. Der Hessentag geht noch bis zum 29. Mai.